Willkommen zurück zu C&C Alarmstufe Rot 3 mit Schnocher und Fuba. Hallo, moin. So, wir machen jetzt weiter. Krasner 4-5 Fahrrad. Und klick. Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Ja! Wir müssen versuchen, die Anlage gegen sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant. Während Sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. Jawohl, Ma'am. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Startrampe in Krasna 45 noch funktionsfähig. General Krukow meint, dass wir sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im Orbit ist. Viel Glück. Viel Glück. Schnorrer, ich wünsche dir viel Glück. Ah, ich will lieber mit der Frau spielen. Ja, das war sehr auffällig ruhig auf der Leitung da bei dir irgendwie. Ja, ich hab wohl wieder. Ich hab meinen Joystick wieder gesucht. Sie ja, was wieder voll ablenkt, ja. Ihre Befehle lauten wie folgt. Bringen Sie Natascha zur Startrampe. Eskortieren Sie Natascha zur Abschussrampe. Halten Sie nach sowjetischen Kriegsgefangenen Ausschau. Gehen Sie vorsichtig vor. Das erste Mal vielleicht was bauen, wa? So, machst du auf Ready? Nö, sehe ich nicht. Please. Go. Fertig. Ist das hier schon Natascha oder? Jupp. Und sie wird jetzt da einfach überfahren oder? Oh, ich krieg einen Roboter, cool. Du bist die drei Roboter da unten? Nee, ich bin eigentlich grün, oder? Ich bin diesmal Natascha. Ja. Gehe in Position. So. Also mit dem... Wir hatten einen Spähtrupp vor einiger Zeit entsandt, aber er ist wohl verschollen. Begeben Sie sich zur Abschussrampe. Aber bitte seien Sie auf der Hut. So, ich kann ja, auch geht weiter. Springen. Denk dran, Ich werde dran denken. Kriegsgefangene ja. Können wir auch noch holen. Neues Einsatzziel erhalten. Komme ich irgendwie zur Kiste? Nee. Die Jagd ist eröffnet. Und los. Er hat keine Chance. Das ist für komische Viecher. Nicht weit. Gehe zum Angriff. Gute Nacht. Mitten ins Schwarze. War mir ein Vergnügen. Schlaf schön. Wie geht's weiter? Und los. So. Ich geh kannst jetzt mal du links hoch. Nicht noch wegsnipern? Ich hab doch schon welche weggesnipert. Ach, da ist noch einer übrig. Achtung. Die Tiere sind gute Speer. Die Jagd ist eröffnet. Speer. Feindliche Einheiten entdeckt. Neues Bonusziel erhalten. Du hast auch vier, ne? Die Jagd geht Retten weiter. Sie... Ich ja, erst mal ich sehe ihn. Die was machen die denn? Weil die haben jetzt auch so ein... Panzerfahrzeuge haben gegen Tesla-Truppe keine Chance. Natascha Volkova. Hä? Panzer was? Gehe in Position. Achtung. Was macht denn der? Paralysiert feindliche Infanterieeinheiten in der Nähe durch einen gellenden Kriegsschrei. Los wie Daniel. Schlaf schön. Wir vermuten, dass in der Nähe sowjetische Truppe festgehalten werden. So, du hast auch Truppe abgekriegt, ne? Neues Bonusziel erhalten. Ja, Genosse. So langsam, ihr klobigen Freaks. Sie reiben unsere Tesla-Truppe auf. Das ist der letzte Strohhalm. Einige
Einige unserer besten Tesla-Trooper sind zu ihnen gestoßen. Sie sind der Albtraum jedes Fahrzeugs. Positiv. Ich habe da oben auch noch welche, die du befreit hattest. Ja. Sie haben alle Mitglieder des Spähtrupps befreit. Jetzt können sie dafür ihnen helfen, die Abschussrampe zu erreichen. Jawohl. Okay, da sind zwei Panzereinheiten. Na, die kriegst du auch über Luftding, oder? Ich habe keine Luft. Wann immer sie bereit sind. Na, du kannst sie doch markieren. Wie denn? Na, einfach mit der rechten. Ne, da kommt dann nur ein Angriffssymbol. Ich nehme mal die Magnetkacke. Warte, ich meine Magnet da. Und fertig. Mit Natascha rechts rauf und dann markiert die. Natascha Volkova. Das war aber noch. Abmarsch. Musst du erst unten den Punkt. Muss ich erst mal ausprobieren. Er kommt nicht weit. Das war's. So. Wie geht's weiter? Ich schick da mal einen Bär zum Scouten rein. Ja, ich sehe ihn. Da, wo das Ding ist. Ach, sehr cool. Da spielen welche an den Dingern. Bin unterwegs. Da spielen welche an den Dingern. Na, Einheiten an den. Wie geht's weiter? Automaten oder so. Ja. Feindliche Infiltrator. Ja, geht weiter. Gehe in Position. Unser Verbündeter wird angegriffen. So, jetzt müssen wir die da auf der Straße noch machen. Hier sind noch Flugzeuge und so. Verfüttern wir ihn an die Würmer. Ah, okay. Bin unterwegs. Lol, die machen da Übungsschießen. Wie geht's weiter? Oh, ich hab einen Punkt. So, einer meiner Bären ist kaputt. Kaputt. Bin unterwegs. Wie geht's weiter? Ich werde dran denken. Die Jagd ist eröffnet. Oh, einen wieder von meinen Bären habe ich auch verloren. Und los. Der, ja. Der hätte den natürlich jetzt auch noch besser verwenden können, ne? Die Jagd ist eröffnet. Ja. Ne, hier von diesen MG-Dingern. Oh, stimmt, die. Markiere Ziel für Luftangriff. Kannst du mal deine Einheiten damit hier runterschicken zum Schießen, oder? Die zwei Tesla-Teilen. Siehst du? Da sind noch mehr. Du markierst den und dann kommt nämlich die Luftschlag. Nee, du hast aber da zwei von deinen. Tesla. Ich bin zu allem. Die sind doch nicht gut gegen Fahrzeug, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, die haben noch die anderen auch und oben in der Mitte hast du auch noch zwei stehen. Wo oben? Oh! Elektroden initialisiert. Was ist da denn passiert? Rücken vor. Natascha hier. Gehe in Position. Der Satellit ist im Orbit. Comlink reaktiviert. Vernichten Sie unsere Feinde schon im Orbitalbombardement. Einsatzziel erreicht. Und jetzt wird die Map ganz groß. Es wäre taktlos von mir, mich nicht vorzustellen. Ja. Ich bin Shinzo Nagama. Sie mögen Kenji besiegt haben. Doch mich zu schlagen ist gar nicht so leicht. Die bauen jetzt eine Basis. Sie haben sich die ganze Zeit in den Zelten versteckt? Was soll's, mir egal. Das Orbitalentsorgungsprotokoll ist jetzt verfügbar. Nun können Sie den Feind vernichten. Was heißt denn das? Einsatzziel erhalten. Wahrscheinlich Raketen. Sie das Geheimprotokoll im Menü und fordern Sie einen Orbitalabwurf an. Eine Einheit wird angegriffen. Orbitalschauer bereit. Okay, ich mach die Kaserne platt. Ziel wählen. Welche Kaserne? Die hier unten ist. Ich geh mal rechts oben da. Orbitalschauer. Kann ich nicht. Nur wenn ich sehe. Brüder. Warte. Wir haben da gerade ein paar Panzer auf die Kaserne geworfen. Wann immer sie bereit sind, der hat keine Chance. Das, also den Orbitalschlag kannst du nur benutzen. Die Jagd ist eröffnet. Das ist auch auf der Karte. Oh, da kommt Panzer. Wie geht's weiter? Ich bin zu allem bereit. Sind da schon wieder Leute in Zivilgebäude? Luftunterstützung, los. Nein. Können wir jetzt hier auch irgendwas bauen oder so? Nein. Also musst du jetzt mit Natascha da. Geht's los?
Ihr kommt alle dran. Luftwaffe auf mein Zeichen. Ist das so ein Panzer? Die markiert die dann bloß? Und dann, Abmarsch. Oben ist auch noch einer. Luftunterstützung. Dann machen wir das rechts oben. Ja, da sind mehrere, ne? Jetzt kannst du Orbital-Dings auswählen, oder? Ja, ich probiere mal aufs Gebäude. Aber ich glaube, da geht das Gebäude nicht kaputt. Doch. Luftwaffe auf mein Zeichen. Ja, doch. So. Aber ein paar Einheiten sind da noch. Die Jagd geht weiter. Kondensatoren bereit. Pass auf, ganz das, ihrer oder? Meinung. Der nächste. Links kommt noch einer raus. Klack. Was war das für ein Block? Und wo ist... Ach, da. Gehe in Position. Schick die Bomber. Oh, da kommt noch einer. An die Luft. Ja, den kannst du ja wegsnipern. Markiere Ziel für Luftangriff. Ziel wählen. Also mein Orbital dauert noch. Na, dann können wir den Rest der Hand platt machen. Aber magnetisch... So viele Ziele, so wenig Zeit. Dauert doch nicht. Gehe in Position. Hast du nicht auch noch Orbitalabruf? Der ist... Ich hab doch schon die Kaserne damit platt gemacht. Gehabt. Ach so. Noch. Du kannst aber mit Natascha die Kaserne markieren. Ich finde immer Beute. Wenn die auch drauf glauben. Tatsache. Das geht sogar schneller als... Glaube ich. Oh ja. Wie geht's weiter? Die ist ein bisschen imber. Deshalb, ich dachte erst, du hast das alles platt gemacht. Ja, die Jagd geht weiter. Mit ihr. So, feindlicher. Was ist denn das? Ah, oh mein Gott. Ich bin zu allem bereit. Das ist unsere Spezialeinheit. Dachten Sie etwa, es würde so leicht sein, uns aufzuhalten? Fliegt die? Scheiße, muss ich mich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen. Eine Einheit wird angegriffen. Gehe in Position. Schlaf schön. Es wäre natürlich cool, wenn du deine Einheiten mitgenommen hättest. Ihre Taktik ist unorthodox, aber das war kein Problem für Sie, Kommandant. Die Bürger Moskaus werden hingerissen sein, wenn sie von diesem Sieg erfahren. Toll, ich kann Tanja nicht steuern, Natascha. Nee, aber die schießen trotzdem mit. Ich überlege gerade. Nee. Aber das war's jetzt. Die gingen schneller als die erste. Ist ja egal. Das ist uns doch egal. Achso, wir haben ja keine Einheiten gebaut. Na gut, dann war's das wieder. Ja, ich drück noch auf weiter, ne? Vielleicht kommt noch ein Video? Ne. Gut, dann war's das wieder für heute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.